Teamplay Leadership, mein Seminar, um dir als Führungskraft zu helfen, deinen Stress zu reduzieren und deine Reflexionszeit zu erhöhen. Denn das wird sich nachher darauf auswirken, wie du mit deinem Team auch umgehst und welche Ergebnisse ihr erzielt. Ich werde ganz häufig gefragt, dein Seminar, das du da anbietest, ja, in Kombination mit einem Sport-Live-Event, klingt mega spannend, aber was sind denn die genauen Inhalte oder auch der genaue Nutzen, den ich davon habe? Meine Teilnehmer sollen in die Welt des Leistungssports ein Stück weit eintauchen, weil die mir in ganz, ganz vielen Lebensphasen einfach unglaublich geholfen hat, zu der Person zu werden, die ich auch heute bin. Und diese Erfahrung, die ich heute an andere weitergebe, ich daraus ziehen kann. Was sind jetzt aber die konkreten Inhalte oder auch Nutzen, die du von so einem Seminar bei mir vor Ort haben wirst? Ja, die Inhalte, die findest du auch immer in der gesamten Beschreibung auf der Homepage. Also da wird es ganz, ganz stark davon gehen, diesen Prozess vom Ich zum Wir wirklich zu durchleben. Ja, also beginnend mit dem Thema Selbstführung. Ja, was ist mir wichtig? Warum ticke ich, wie ich ticke? Wie wirkt sich das auf mein Verhalten, auf mein Handeln aus? Um dann zu merken, okay, was brauche ich dann, um die Leute mit auf den Weg zu nehmen? Ja, wenn ich das weiß, mal dahinter zu blicken, was beschäftigt meine Mitmenschen, was beschäftigt meine Kollegen, was brauchen sie vielleicht auch von mir, dann kann ich den Weg auch ebnen, um Themen anzustoßen, was Hochleistungsteams so ausmacht. Also welche Faktoren auch vorhanden sein müssen, um dann auch permanent wirklich eine Top-Leistung abzurufen. Und es ist wirklich möglich, wenn sich alle einem Anliegen verschreiben, ist es möglich, wirklich dauerhaft auf hohem Niveau zu leisten. Man müsse es nur immer wieder auch separat betrachten. Deswegen, welchen Nutzen du für dich persönlich damit ziehen kannst, der ist sehr vielfältig. Aber ich habe dir mal drei Themen mit dabei, wo du genau weißt, das wird dich erwarten. Wir schauen, ja, Thema Selbstführung, wie du dich selbst zu Höchstleistung führen kannst. Also, wo hast du Spaß? Was macht dir Freude? Was ist dein Flow-Zustand und wie du diesen immer wieder auch selber herstellen kannst? Weil da muss man sich reinbegeben, um dahin auch zu kommen. Das zweite Thema spielt dann genau darauf ein, wie schaffe ich es, mein Stresslevel zu senken, um dann auch die mentale Offenheit für mein Team zu haben. Sprich, durch eine gezielte Reflexion mein Stresslevel so zu senken, dass ich alles auch im Blick behalte und auch gezielt angehen kann. Du wirst merken, das sind die Themen, die wirklich ein entscheidender Unterschied nachher darstellen werden. Und der dritte Punkt ist, wie schaffst du es, eine leistungsorientierte Kultur herzustellen, wo alle wirklich einem Anliegen folgen und sich diesem auch verschreiben und dieses Prinzip, dieses Teamplayer-Prinzips, Team statt Ego auch wirklich leben. Dieses Prinzip, das werde ich ebenfalls im Seminar dann nochmal genauer erläutern und die genauen Abfolgeschritte dir darstellen, damit du das für dich nutzen kannst, aber auch in Verbindung mit deinem Team als Anleitung, um dir neue Themen zu erarbeiten oder um Probleme oder Veränderungen zu lösen und lösungsorientiert anzugehen. Falls du dich jetzt für dieses Thema nochmal mehr interessierst, dann schaue dir alle Inhalte zu meinem Seminar Teamplay Leadership einfach nochmal gezielt an. Ich würde mich freuen, wenn ich dich vor Ort sehe und kennenlernen darf und wünsche dir bis dahin einfach maximalen Erfolg.